Herz des Wehengebirges. Jo. Und ich meine, ein paar XP-Punkte tun mir ja auch mal ganz gut. Genau. Lüne Lebener Straße. Mine Lüne Leben. Aha, aha. Aha. Da ist. Ah ja. Alles noch hier Stadtgebiet sozusagen als Planen und Planen Stadtteile. Ja, also doch recht groß. Ja. Ja, eben. So im Vergleich zu Hohenstein ist es eine Metropole. Aber was ist das Schönes hier? Minengesellschaft. Okay. Ali, ich habe eine Aufgabe für dich. Steine holen. Korrekt. Ich komme aber noch mit runter, da haben wir ja bessere Wege. Oder Moment. Zack. Ah ja. Oh, ist ganz dunkel hier drin. Platsch. Kann ich unten gleich mal die Stufen aufsammeln? Ich bin schon unten. Ja, ich komme ganz langsam. Anni lässt sich wie immer Zeit. Ja, ich bin lieber vorsichtig. In der Ruhe liegt die Kraft. Kiste, ne? Ja. Einmal Ziegelsteine. Ja, wie so im Restaurant. Einmal Ziegelsteine, kommt sofort. Darf ich Ihnen dazu noch ein Wasser empfehlen? Strengstens untersagt. Richtig. Getränke sind in diesem Restaurant untersagt. Gibt's denn für flüssige Baustoffmittel in Minecraft? Oh. Lava? Wasser. Ja, ich hätte gerne einmal Lava. Zit. Ja, hier. Anwesend. Du wolltest noch Stahlziegel haben, ne? Korrekt. Hey, das sind Kühe. Das sieht aus, wie als würdet ihr so hin und her spielen, so. Weil ich gerade Erde rübergeworfen hab. Zack, genau. Dankeschön. Guck mal, ja, es sind ganz viele Fackeln drin. Sehr gut. Nehme ich mir mal 16 raus davon. Ja, das schaut schon. Ich bin gespannt, wie es dann schick aus. Von unten aussehen wird. Mhm. Ach ja, hat sich doch beruhigt hier gibt und so. Kaum noch Kohle. Mhm. Und da macht das auch Sinn, das Eichenholz, ne, das schaut dann noch ein bisschen rustikal aus, wenn das so dunkel ist, ne? Ja. Das schaut richtig cool aus. Na gut, ich habe jetzt einen Shader drin, aber das sah vorher, ich habe es vorher auch ohne Shader ach angeguckt. Ja, du hast dann den Shader oder den Shader? Den schwächeren. Den schwächeren, also den Mr. Meeps. Korrekt. Ach, der auch rennt ein Zombie runter. Na, dann kann ich mir den ja auch einstellen. Ach du? Irgendwo war Zombie, das habe ich zuerst nicht gefunden gehabt. Der ist auch von der Außenmauer runter. Okay. So, Enrico, jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Genau. Hä? Was für ein Entkommen? Wie? Leisen Getränke. Ich hab gerade den Shader erstmal angemacht. Den oh. Shader. Sieht auch bei Nacht gut aus, hier, Nordwehen. Ja, yeah, der Mr. Meat Shader gefällt mir generell eigentlich ganz gut. Perfekt für meinen PC. Du läufst da gerade gegen. Ach nee, das ist die Anni. Oh, sorry. Ich hab gedacht, das wäre dein Rico. Jetzt habe ich die Anni weggeschubst. Nee, ich bin unten. Anni ist jetzt auch unten, etwas weiter. Ach so, etwas weiter unten. Tief unten. Na, ich hab's ja aus Versehen runtergeschubst. Oh. Ich hab doch gesagt, Fastgard kommt um 8. Er versucht's um 8. Ja. Was? Hast du gerade meine WhatsApp gelesen oder was? Ja. Ah, ja. Ich hab gedacht, ich hab ja auch nicht dich geschrieben. Ja, ich hab ja auch nicht dich angesprochen. Ich hab was gerade angesprochen. In der Gruppe. Deswegen kann ich das trotzdem lesen, oder? Ja, ja, das schon, aber. Das klang jetzt so, wie als fühlst du dich angesprochen mit der Nachricht. Ja, ich hatte ihn ja schon angeschrieben, dass wir auf Cerons TS sind. Nicht, dass er bei mir auf den TS geht und dann ist ja, ich habe auch nur gefragt. Okay. Zack.
Zack. Okay, alle sind wieder glücklich. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, weil das beides irgendwie jetzt gar nichts miteinander zu tun hatte, aber gut. Moment. Das kenne ich irgendwoher. Zack, 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 hier ist alles korrekt, 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 korrekt. Ja, das ist korrekt, das ist auch korrekt, korrekt. Das ist korrekt, das ist korrekt, das ist korrekt. Korrekt, 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 okay. Wollte ich das sagen, wer hat denn da einen Boot platziert unten an den Wasserfällen? Ist alles korrekt. So, jetzt habe ich die Leitern vergessen. Darf ich noch mal runter? Anni, holst du die Leitern? Wie? Die Leitern? Ja. Sind da irgendwelche? Ich bin gleich da, also ich kann auch Leitern bringen. Okay. Ja, okay. Achtung, da kommt Gegenverkehr. Ich komme. Wo ist Gegenverkehr? Du hast mich eben runtergeschossen. Das habe ich nur verdient. Klatsch, klatsch. Es wird schon wieder dunkel. Nee, nee. Alles Einbildung. Echt? Echt? Ach, ja. Was für eine Aussicht. Ah, ich hab den Kuppelplan. Wenn man die Wolken aus hat. Sehr, okay, sehr da cool. Ist jetzt relativ finster, wenn man darauf klettert. Ich hab die Wolken an. Ich hab sie mir ausgeschaltet. Echt? Weil hier oben, da hat man eine viel schönere Aussicht. Moment. Kann ich dir gleich sagen. Ne? Ja. Ja, kann ich dir gleich sagen. Jetzt kann ich mich auch schlafen legen. Aber sehr gut. Jetzt schlafen alle hier oben. Wartet. Wisst ihr, das müssten wir eigentlich alle. Also, jetzt haben wir genau 2 Stunden aufgenommen. Ja, gut. Das reicht noch nicht. Mir kam es länger vor. Du brauchst viel mehr Folgen. Ja. Wenn man das mal so rechnet, 1 Stunde 6 Folgen. So, Optionen, ja, das passt Grafik. Schon. Und dann glaube ich unter Moment. In der Kiste sind jetzt 53 Leitern. Unter Details. Da hast du oben in der Ecke Wolken. Mhm. Und die musst du auch ausstellen. Ja, genau. Ich habe mir auch die Wolken aus. Ich habe nur die vom OZ weg. Das sind ja eigene Wolken. Aber diese eckigen Standardwolken. Jetzt hat man eine, wie ich finde, zumindest sehr, sehr schöne Aussicht über. Habe ich auch weggemacht, die Wolken. Von da oben ist so nebelig, ich sehe nichts mehr. Also ich sehe noch was, aber gut, das kann vielleicht auch am Shader liegen. Nö, ich habe aktuell, wie vielleicht drinnen, 8. Von der Reichweite. Ach so, ich habe auch 8 als Reichweite. Oh, oh. Telefon! Zack, zack, zack. Sprungbrett. Autsch. So. Enrico allein zu Hause, wa? Aha! der neue Film auf ITV. Ja. Achso, ich baue mir gerade mein Weg hier gerade schon wieder zu. Zack. So. Was steht hier rum an die Arbeit? Nee, nee. Ich hab die Leiter draufgeliefert. Lieber, ob du auch sicher da oben bist. Genau. Einer kontrolliert und der andere kontrolliert den Kontrollor, ob er alles richtig macht. Genau. Das ist korrekt. Ja. Ihr könnt euch ja schon mal einen Plan machen, wenn ihr mir jetzt zuguckt, upsala. Wie ihr eure. Ich hab Sichtweite auch nur 8. So. Jetzt kommt ein 5er. Genau. Ich hab 12. Mhm. Ja, ich hab nur Schiss, dass es bei mir dann liegt. Zack, zack, zack. Schaut irgendwie richtig aus. Ja, ne? Irgendwie schon. Ja, schaut gut aus. Schaut gut aus. Kann man so lassen. Bin ich ja beruhigt. Ja. Mhm, doch. Ja, das wird was. Das nur an allen Seiten dann noch. Und da oben sitzen es dann alle. Da oben? Oder was kommt da alles rein? Oben? Büros. Ja, ich sag ja, da sitzen dann alle und arbeiten. Was? Hier oben, wo wir gerade sind. Büros. Ja, ganz oben, ja. Da ist der meiste Platz.
Oh, ich wollte gerade sagen, Cedric, bist du runtergefallen? Was bin ich das? Stehst ja da noch. Anni, komm mal hier vor. Fang mich! Autsch! Ja, das ist eine Schramme im Holz drinnen. Nicht, dass ich dich runterschubse. Ja, genau. Guck mal, eine richtige Vertiefung. Ja. Eine Beule drin im Fußboden. Ja, jetzt muss er neu verlegt werden. Bin ich mit meinem dicken Shuttle aufgekommen, oder wie? Mhm. Was steht denn? Eine schweren Metallschuhe. Aus Spitzendiamanten. So ungefähr. Mhm. Enrico, willst du wieder runterfallen? Was? Ich will nochmal nach oben. Ja, will ich gar nicht. Ich will nur nach oben. Zack. Ah ja. Soll hier noch ein Fahrstuhl nach oben oder was? Wie? Nee, nee. Die Spitze? Noch nicht. Nee, ne? Aber ach, ganz oben kommen Büros, denn ich dachte jetzt da. Wo ihr alle gerade steht. Ja, oder? Halt. Okay, und wo ist dann die Aussichtsplattform? Eins unter, oder? Ja, dort, wo alle laufen, Enrico. Ja, na, also ist doch dort die Aussicht. Und die Büros sind dann ganz oben. Ja. Scheiß ja, auf die Aussicht. Hab ich doch nicht da kommt noch eine Zwischendecke rein. Achso, oh. Ja, so habe ich das auch. Baufehler. Okay. Sehr gut. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zarab, zapp, zipp, zupp. Ach ja. Das ist eine Architektensprache. So, so, zack, zarab. Genau. Wie macht Tomcat immer zack, 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 zack. Das stimmt. Richtig. Der hat in einer Folge mal irgendwie so 80 Mal zack gesagt. Ja. Ach, upsala. Was bist du denn? Ach, ich dachte, du bist unten. Oh. Oh je. Nee. Ich wollte Leute aussperren. Da gehört kein Aufzug hin. Nein. Nein. Der gehört an die Außenfassade. Steg an den Kopf. Nein, ich dachte irgendwer ist runtergegangen, weil ich hatte den Eindruck, dass jemand fehlt. Und ich dachte, es wärst du gewesen. Ich fehle, ich bin oben, hey. Wer war das? Ich weiß nicht. Das kam von oben. Ja, weil Cedric auch so eine große Hand hat, gell? So. Ach so, hier ist ein Baufehler. Ding. Na, danke schön. So, jetzt verstehe ich das. Zack. Zack, zack, zack. Ah, das versteht man ja. Zack. Das war knapp. So, zack. Zack, 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 zack. Ah. Zack. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Ja, und ihr könnt ja hier schon mal planen, was ihr die Etagen unten, da stehen sie alle ja, da. Ja, da wollte ich auch noch was fragen, wieso sind denn da keine Fenster drin? Das ist ja dann stockdüster. Ja, das kannst du dann reinmachen, die Fenster. Genau, das sollen wir selber planen, die Fenster. Ach so, na dann. Ab nach unten mit mir. Beziehungsweise müssen mal Fußböden rein. Ja, das wäre. Bevor irgendwelche Fenster kommen. Holz ist ja im Überschuss da. Wenn ihr Schwarzeichenholz wollt, ich habe ja noch was da hier. Zack und zack. Ich muss nur kurz überlegen, welche Etage jetzt eigentlich. Anni oder Delfino rennt schon dahin. Genau. Was kommt da rein? Nur Fernsehsachen, oder? Kannst du auch deine Fernsehstube dort einrichten? Genau, meinen Propaganda. Nur aus Glas darf man aber nicht machen, schätze ich mal. Okay, genau. Ja, das schaut ja ein bisschen blöd aus. Okay. Gut, aber auch noch ganz gut. Die Kuppel schaut eh so wie ein halbes Ei aus. Jo. Halbes Ei? Mhm. Ja, könnte man so. Von daher könnte das ja auch schon Außenstelle von ITV sein.
Müsste man mal mit Hundskrabbeln.